Okay, bringen wir es hinter uns. Bezahlung bestätigen. Was? Das Universum geht unter und du zahlst mit unserem Geld eine Nova-Corps-Strafe? Hör zu, Mann. Die Kirche wird gleich kommen und uns alle holen. Wenn der Abschalter losgeht, sind wir leichte Beute. Okay, zumindest das wäre geklärt. Nichts wie weg hier. Peter, da tut sich was. Ich bin gut. Sie starten gerade. Quill? Quill? Ich seh's doch! Sohn eines Schmack! Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill. Ich weiß. Das Versprechen der Matriarchin wird wahr. Peter? Ich muss erst hier raus. Komm schon. Komm schon. Und los! Was zum Flak hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, das Versprechen beruht auf Freiwilligkeit. Klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Bei dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, reparier die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich? Okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Seht mal, unser großer Anführer. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Mach sofort das Ding aus. Da ist aber jemand gereizt. Also schön, keine Musik. Falls du wieder einen Anfall kriegen willst, dann diesmal aber bitte leise. Echt jetzt? Na los, komm. Hopp, hopp. Was zum Flo... So bist du reingekommen? Ach, vergiss es.
Und das Bett stinkt. Toll. Ein Schiff? Das ist unser Zimmer? Hm. Wieso ist das so klein? Wie siehst du denn aus? Ich meine ich. Oh. Krasse Frisur. Was? Was soll das? Wieso bist du ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Ja, er hat dieses Ding repariert. Dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind... Warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist kompliziert. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet und hör auf, wegzulaufen. Wann immer du bereit bist, Quill. Gib mir eine Minute. Du hattest schon jede Menge Minuten. Groot wollte dich schlafen lassen. Ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff? Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Ich frag Groot mal, wenn er wieder frei ist. Ich frag Groot mal, wenn er wieder frei ist. Sind schon alle draußen? Ja, sie warten auf uns. Also, wie lautet der Plan? So, gehen wir! Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat entschieden, als du geschlafen hast. Ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Nikki? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Verfolgst du mich? Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Verantwortung übernehmen. Leute,
Es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Doch, das weißt du. Du weißt es. Wir können nicht weiter vor unseren Problemen weglaufen. Es ist meine Schuld, oder? Das alles! Wir sollten ein Held sein. Lass mich in Ruhe! Warum verfolgst du mich? Nein, das ist alles falsch! Was machst du da? Ich lauf nicht weg. Nichts nehmt das, du hässliches Monster-Ding!